Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus, Grüße und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einem Watchface für Wear OS, dem Watchface. Black Practical Motto Watchface von Win Watchface. Was für ein Name. Aktuelle Versionsnummer 10.0.0, Android 7.1 oder höher. Die erforderliche Betriebssystemversion, wie immer für euch getestet, auf der Galaxy Watch 4. Und bei mehr als 5000 Downloads gibt es bei 369 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4,4 von 5 Sternen. Es wird beschrieben als ein sparsames, praktisches Ziffernblatt mit vielen Einstellungen. Das kann ich so unterschreiben. Automatisch wird zwischen der 12- bzw. 24-Stunden-Anzeige ausgewählt. Ihr könnt zahlreiche verschiedene Farben einstellen. Datum wird angezeigt, Puls, Step Counter, also Schritte, Batterie. Und es gibt verschiedenste Komplikationen und App-Shortcuts in über 6 verschiedenen Zonen und so weiter und so fort. Und ja, ich gehe nochmal ein bisschen genauer darauf ein, da muss ich hier mal ein Bild suchen. Ihr könnt also wirklich sehr, sehr, sehr viele Sachen anzeigen lassen, zum Beispiel Datum, Kalender, Uhrzeit, 4 verschiedene App-Shortcuts und dann noch irgendwie das Wetter und den Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang, also wie ich das sehe, bzw. wie ich mich nach dem Test entsinne. 4 App-Shortcuts und ich glaube eine feste Komplikation und 4, glaube ich, die ihr selber einstellen könnt. Also es gibt wirklich sehr, sehr viel, was ihr da einstellen könnt, was ich persönlich natürlich sehr gut finde. Wie schon mehrfach erwähnt, mag ich Watchfaces sehr, die einem auf den ersten Blick sehr, sehr viele Informationen anzeigen. Und dazu gehört Black Practical Mod auf jeden Fall. Ich glaube, das kostet was. Ich habe das damals entweder rabattiert oder tatsächlich gratis runtergeladen. Ich kann in der mobilen Ansicht, ja, wie immer, leider nicht sehen, was es kostet, wenn man es einmal besitzt. Auf jeden Fall meiner Meinung nach ein sehr, sehr geiles Watchface. Nicht für Leute, die was Puristisches mögen, aber mir gefällt es persönlich sehr, sehr gut. Black Practical Mod. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.